So, da sind wir dann auch wieder. Ich habe inzwischen mal ein bisschen nachgeforscht. Irgendwie hatte Windows total sich verstellt. Minecraft war auch nicht auf der Höhe, wo es normalerweise ist. Habe ich jetzt noch Sound? Für euch laut genug, für mich schon fast zu leise. Also ich brauche, denke ich, doch mal wieder ein neues Headset. So, ich muss mal kurz was schreiben nebenbei, ganz wichtig. So, das hatten wir fertig, der Turm da oben. Wollen wir den jetzt wirklich machen? Wir haben jetzt auch noch so ein Rauschen, aber ich denke, das kommt daher. Alternativ wäre, dass wir hier eine Brücke draufbauen und da eine Brücke draufbauen. Also, wir hatten doch wirklich mal, das war. Das war ganz am Anfang. Da standen wir da oben auf dem Vorsprung, den wir weggebaut haben, und haben gesagt, dass wir da eine Brücke rüberbauen. Da ist jetzt doof, weil der Turm ist weg, der kleine Hügel. Aber da hinten, der ist noch da. Von hier und dann schräg in der Richtung. Das wäre meine andere Idee. Und ich finde das eigentlich interessanter, als wenn wir jetzt schon wieder einen Turm bauen und dann das Ganze mit dort verbinden. Dann haben wir hier nämlich so richtig schön so eine Brückenumgebung. Die Brücke würde ich jetzt allerdings dann nicht aus Cobblestone bauen. Ansonsten. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Sieht das zu massiv aus. Genau. Deshalb machen wir es natürlich aus Holz dann. Sieht einfach besser aus, gerade bei Brücken und besonders wenn hier drunter noch Gebäude stehen sollen. Ach, hätten wir doch bloß jetzt in den letzten Wochen, als wir diesen tollen Mod hatten, etwas mehr Holz gefarmt. Naja, selbst ist der Iru. Und er farmt sich halt selbst sein Holz zusammen. Und hier ist es auch schön ruhig und sonnig. Und ja, ich höre von der Musik immer noch kaum was. Könnte allerdings auch sein, dass jetzt auch noch der Heuschnupfen auf mein Gehör geht. Das wäre das Letzte. Augen kaputt, Gehör kaputt und das den ganzen Frühling. Ja, danke. Gesundheitsmäßig bin ich sowieso, also würde ich nicht selbst über die Runden kommen. Ich werde so der perfekte Kandidat für jede Stelle. Magen kaputt, da gehen schon mal ein paar Tage im Jahr drauf. Im Frühjahr, dieser grässliche Heuschnupfen auf den Augen. Kann kaum 2 Meter geradeaus gucken. Nachtblindheit, also sprich Nachtwächter und der ganze Spaß ist eh schon gelaufen, da sehe ich gar nichts. Also, ach, was beschwere ich mich? Das sind alles so Sachen, die sieht man halt nicht. Da denken die Leute, ja, der simuliert. Der tut nur so, als ob er nachts nicht sieht. Wurde mir gesagt, das wurde mir mehrmals gesagt. Naja. So, ah, unsere Kiesgrube. Zum Glück haben wir in der Ecke noch genug Bäume stehen. Ich denke, wir farmen jetzt einfach mal die Axt ab. Und das machen wir jetzt wieder öfters, dass wir wirklich rausgehen, Bäume fällen, anstatt drin unsere Farmen zu benutzen. Weil das war doch eigentlich die ursprüngliche Sache, dass wir halt beim Holzfällen halt so ein bisschen die nähere Umgebung dann erkunden. Kennenlernen und sehen, was wir sonst noch so vor der Haustür haben. Und irgendwann ist es dann mit der Holzfällerei wahrscheinlich so weit,
dass wir ordentlich weit laufen müssen und dann sehen wir neue Gebiete, die wir vorher noch nicht gesehen haben, finden neue Orte, neue NPC-Dörfer, Minen, interessante Schluchten und dergleichen. So. Wir haben ja auch schon richtig viel eigentlich gefunden in unserem Let's Play. Einfach dadurch, dass wir einfach durch die Landschaft gerannt sind. Unseren Dungeon zum Beispiel, den ich immer noch persönlich etwas langweilig finde. Ich wurde übrigens gefragt, ob wir endlich mal in den End gehen. Also, wenn wir irgendwann mal über genug Diamanten und Verzauberungspunkte verfügen, dass ich mir eine entsprechende Rüstung machen kann, ja. Ansonsten ist das im Singleplayer, ich sag mal, im Endeffekt reine Zeitverschwendung. Weil du kriegst einfach die Endermänner nicht schnell genug down. Die Lichter nicht schnell genug down. Und der Enderdrache, der haut richtig in dich rein. Dann brauchen wir Pfeil und Bogen. Unzählige Pfeile. Oder halt so einen verzauberten Bogen, dass wir unendlich viele Pfeile haben. Also ich finde den schon ganz schön schwer, so alleine zumindest. Da sitzt man auch mal eine halbe Stunde oder länger dran. Vor allem, was haben wir davon am Ende? Ein blödes Ei. Na gut, das würde sich natürlich toll auf unserem Dorfplatz machen. So. Und hier geht's weiter. Setzlinge sammeln wir nur ein, wenn wir sie jetzt wirklich sehen. Können wir nachher noch mal rüberrennen und so die Reste wegsammeln. Haben wir nicht? Wir haben immer noch Blick auf unsere Stadt, das ist. Also auf unsere Anlage besser. So. Bisschen Kohle wäre da drin. Naja, vielleicht kommen wir ja irgendwann mal wieder. Wir müssen sowieso mal wieder unter Tage gehen. Mehrere Tage lang, wochenlang, monatelang. Aber das Problem ist, es bietet sich halt keine Gelegenheit. Wir haben momentan noch von allen genug. Ich sag mal, hätten wir jetzt akuten Eisenkohle etc. Mangel. Aber den haben wir jetzt wirklich nur in unserem Dörfchen, weil wir dort ja nicht auf unsere Vorräte immer zurückgreifen wollen. So, das wird wohl der letzte sein. Ne, einer kommt noch. Haben wir hier noch irgendwo einen kleinen? Den da. Müssen wir schon richtig vorsichtig sein. Stimmt, wir sollten die Sachen ja verwahren und dann reparieren, wenn MC-MMO irgendwann mal wieder geht. Das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Dann können wir uns vielleicht so hoch arbeiten, dass wir dann direkt irgendwie Diamant reparieren können. Dann wird unsere Wall of Fame etwas gekürzt. Und die Dinger können wir eigentlich auch mal alle mitnehmen. Müssen ja hier nicht sinnlos in der Gegend rumstehen. Ah, davon ist unser Friedhof. Unsere Farm. Hier könnten wir noch Sand abbauen, wenn wir es mal wieder brauchen. Und jetzt, ach, sammeln wir doch erstmal so ein bisschen was ein, was hier rumliegt. Besonders die Äpfel. Ich weiß, wir haben unzählige Setzlinge. Wir brauchen sie gar nicht, aber sie liegen halt hier rum.
Der Kamin da oben sieht immer noch komisch aus. Also allgemein betrachtet macht die Burg jetzt schon richtig was her. Und jetzt machen wir quasi ein Unding. Ich meine, das muss man ja mal so sehen. Seit den tiefsten Anfängen gibt es diese Kammer hier. Hier unser erstes Häuschen. Hier war, glaube ich, sogar unser erster Raum. Den haben wir ja später angebaut. Und auch der hier kam erst später dazu. Ich glaube, hier war unser Eingang ganz am Anfang. Seit den tiefsten Anfängen existiert das hier oben. Und jetzt gehe ich hin und mach kaputt. Das hier kann man auch noch abbauen. So. Wir haben doch bestimmt noch eine Crafting-Box hier drin. Wir haben allerhand noch hier drin. Aber alles irgendwie. Haben wir alles in die Stadt rübergeschleppt. Naja. Erstmal so. Und dann nehmen wir natürlich Halbsteine, damit es ein bisschen dünner aussieht. Und ganze Steine für die Seiten. So. Und jetzt gucken wir mal. Erstmal gehen wir raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann müssen wir dort lang ein Stück rüber. Das heißt 1. Baue ich jetzt so eine richtig krumme Brücke eigentlich. 2. Wenn ich so weitermache, müsste ich genau drauf zukommen. 3, 4, 5. Und immer schön die Shift-Taste gedrückt halten. Sechs. Boah, wird das krumm. Ja, noch ein Stück. Ja. Und von hier dann geradezu, da kommt dann eine Treppe hin. Mal eine Fackel draufstellen. Die Treppe wird auch aus Holz gebaut. So. Passt. Etwas sehr knapp, würde ich fast schon sagen. Oh mein Gott. Jetzt lassen wir es so. Und jetzt haben wir hier den 3 Block breiten Weg. Und jetzt baue ich ein bisschen behutsamer als sonst. Zum einen, weil mir dann sowas passiert. Wie konnte das eigentlich passieren? Der Block hängt jetzt ja quasi in der Luft. Naja. So. So. Eins. Nein, 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 bestimmt nicht, wenn ich hier drauf bin. Eins, zwei. Ach so. Drei, drei. Eins, zwei, drei.
Eins, zwei, drei. Nächster Stack. Eins, zwei, drei.